Wie hast du denn die 49 Filme, die wir euch gezeigt haben am Jury-Wochenende, erlebt? Ich meine, ich bin ja diese Prozesse an und für sich gewohnt. Das ist nicht zum ersten Mal. Die Sache war sehr kompakt, auch durch das konzentrierte Schauen, durch die wenigen Pausen, was ich lieber habe. Und aufgrund des allgemeinen hohen Niveaus war es auch eigentlich nicht anstrengend. Anstrengend wird ja immer nur etwas, wenn man sagt, oje, oje, oder jetzt beginnt es langweilig zu werden oder mich zu ermüden, weil die Spannung nicht da ist. Es war ja jeder Film in sich eine Besonderheit und die Stimmung in der Jury war sehr gut, sehr kollegial und die Diskussion war aber deswegen nicht ohne gewissen Konflikt. Das ist aber auch normal, weil verschiedene Kollegen ganz einfach zu einer realistischeren Tendenz oder zu verschiedenen Genres neigen oder zu verschiedenen Erzählformen neigen. So haben wir eigentlich von den vielen Filmen so einen Kreis nach innen gezogen. Bei aller Ungerechtigkeit, die immer bei diesen Entscheidungen mitspielt, das muss ich dazu sagen. Also hat das für euch eine Rolle gespielt, wie der technisch oder wie der Hintergrund des Filmes war? Ich kann nicht für alle sprechen, für mich spielt das überhaupt keine Rolle, denn ich bin am ständigen Suchen und Überlegen, wohin diese Zeichen, Bild, Metaphern, Symbol, Fragen überhaupt gehen sollen, weil ich denke, dass nach 100 Jahren Kino irgendwo ein Schritt passieren wird und passieren muss, wo die Wahrnehmung, mit dem das heutige Publikum die Leinwand erkennt, einen Schritt woanders hin machen muss. Sonst brutzeln wir alle im 100-jährigen Saft. Ich würde da sogar sagen, ich persönlich tendiere zum großen Fragezeichen. Das interessiert mich mehr als zur genauen Antwort. Also das genaue Fragezeichen interessiert mich mehr als die genaue Antwort.